Nein, wir spielen 25.000 Euro. Und zum Glück habt ihr das Spielprinzip dann doch im Nachgang verstanden. Ihr könnt doch jetzt mit dieser Runde überhaupt nichts kaputt machen. Ihr habt 10.000 Euro. Es geht jetzt um 25.000 Euro mit dem Spiel Wäscheklammern. Funktioniert das nicht, geht ihr mit 10.000 nach Hause. Funktioniert das, habt ihr 25.000 Euro Stufe erreicht. Noch nicht sicher, aber dann könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr aussteigt. Jetzt müsst ihr 100 Wäscheklammern so stapeln, dass sie auf diesem Podest hier ein Zuhause finden. Und zwar mit der Vorgabe, eine Klammer liegt unten. Und zwar genau so. Alle anderen 100 oder 99 müssen so verbaut werden, dass sie auf dieser Plattform nicht runterfallen. Dürfen wir den wieder runternehmen? Nein, der bleibt da. Nur diese eine Wäscheklammer darf auch dieses Podest berühren. Wie ihr das macht, ich sag nur, Klammern können Klammern. Ihr habt dafür 7 Minuten Zeit. Richtig reinschieben. 7 Minuten Zeit. So, nochmal auseinander machen, Finger weg. 7 Minuten. Ihr habt alles verstanden? Keine Frage? Keine Frage. Keine Ahnung, er macht das. Keine Frage, keine Ahnung. Auch, so kenne ich die Aufteilung, ja? Aber auch hier ist es so, wenn wir 10 Stapel hätten, es fallen 2 runter, die restlichen 8 können stehen bleiben. Es wird irgendwann ein Turm hoffentlich stehen, wo alle verbaut sind und dann drückt ihr den Buzzer. Ja? Gut. 100. Jetzt 99. Das ist die erste und der Rest obendrauf. Zeit läuft ab, jetzt. Ich stecke jetzt nur zusammen, hatte ich. Ja. Also, Sie können die 10.000 Euro nicht mehr verlieren. Das macht es aber jetzt natürlich nicht einfacher. Und das ist logischerweise auch eine Frage der Strategie, der Taktik, wie man diese 100 Wäscheklammern befestigt. Und natürlich, klar, 100 aufeinander stapeln, das wäre ein bisschen wackelig. Der Jörg pfeift, er zwitschert. Wenn er versetzt ist, dann klemmt er nicht richtig. Er trällert. Parallel sein. Ja, das Jörg macht ja auch ein bisschen Musik, habe ich mir sagen lassen. Aber der sitzt hier nicht, da, guck mal hier. Wenn der versetzt. Da, guck mal, der sitzt nicht. Und das ist gar nicht schlecht. Du brauchst bei diesen Spielen was? Einfach auch so eine gewisse Lockerheit. Aber der geht raus. Doch nicht zu ehrgeizig angehen. Mist. Damit ja, locker sind gerade auch die Wäscheklammern und halten nicht. Das ist jetzt doof. So, gib mal einen Tipp. Also meiner Meinung nach generell. Klammern können auch klammern, fand ich einen super Tipp. Und ihr habt damit ja auch schon einiges umgesetzt. Jetzt müsst ihr halt nur gucken, wie dieses Konstrukt aussehen muss. Ja. Das funktioniert nicht. Wäscheklammern ansonsten völlig überbewertet. Ich weiß es aber nicht in dieser Sekunde. Wenn ich dir da so 25.000 Euro geht. 5 Minuten 30 Sekunden bleiben euch noch ich glaub, jetzt. Hier so fallen sie nicht auseinander. Jörg, weißt du, hier, wenn er in Rundung ist. Ansonsten fliegt er da auseinander. Nee, so. Ja, sie tüfteln immer noch an der richtigen Art und Weise, wie sie die Klammern zusammenklammern. Ja, da musst du ja 33 Stapel finden. Ja, aber wie willst du es denn sonst machen? Ich weiß es doch auch nicht. Ja, siehst du, du redest alle was. Nicht so fest. 5 Minuten 5. Ja. Habt ihr noch. Der Plan ist offenbar, dass sie jetzt wirklich anfangen zu stapeln. Ja, hast du eine andere Idee? Ja. Keine Details, wie heißt die Show? Ich weiß es doch auch nicht. Wie viel haben wir denn schon, Elmar? Zähl mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ist das richtig, was ich sage? Ich mache es jetzt auch so. Ich finde das gar nicht so leicht zu erkennen. Ihr habt noch 4 Minuten und 30 Sekunden. Mit anderen Worten, es fehlen noch ein paar. Es fehlen noch ein paar. Ja. Ich habe keine Ahnung. Das mit den Klammern, das ist so schwierig. Das klappt nicht. Oh, das war nicht ganz so gut von Artig. Kann der da oben an den Mund halten? Sehr ungerne, sehr ungerne. Das leider gehört zu seiner Jobbeschreibung dazu, dass er uns hier den Abend versüßt, Elmar. Jörg,
Aber ich habe ja von beiden auch mitbekommen, dass sie sich selber als redegewandt einstufen. Das haben sie unter Beweis gestellt. Ja, das stimmt. Aber dann kommt halt irgendwann auch der Punkt am Abend, wo es nachlässt. Wo die Konzentration im Vordergrund liegt. Jetzt drauf da, scheiße. Das ist das Einzige, ob die, was mir so ein bisschen Sorgen macht, dass sie immer noch nicht den Plan haben. Sie wissen nicht, wie sie es hinbekommen sollen. Oh, hol den da oben aus seiner Kabine raus. Das klappt mit dem Klammer nicht. Wenn dann muss es so. Ja, los. Gestapelt werden. Da haben wir da aber. Ja, dann jetzt musst du dann da. Jetzt haben wir hier eine ebene Fläche. So, dann müssen die. Ja, mach weiter. Stapel du weiter. Ich zieh die Schippe. Dinger einfach länger werden. So, jetzt macht's einen guten Eindruck und auch einen einigermaßen stabilen Eindruck. Und Hartwig soll jetzt hier auch das Kommando übernehmen. Jetzt sieht's doch gut aus. Das ist doch ein Weg. Was sagt die Zeit? 3 Minuten und 8. Ja. Wie sieht's aus? Sieht gut aus. Und da freut sich. Nee, kann ich denn hier unten zwei nebeneinander legen? Wieder die Regie. Hier unten drauf. Geht schön mit dem Rücken vor. Wo du deinen hingelegt hast? Nee, auf diesem Podest liegt nur eine einzige Wäscheklammer. Das ist so. Aha. Das geht. Dann kürzer nehmen? Nein, damit wir nicht so ganz so viele Stapel. So, Hartwig scheint jetzt. Wenn das mal nicht zu spät ist. Nein, auf keinen Fall. Ihr habt ja auch noch Zeit, Joker. Genau. Also ihr habt jetzt noch maximal, wenn ihr sie einsetzt, 4 Minuten 25. Was auf jeden Fall gut ist, das Bauen dieser Module. Logisch, das muss der Weg sein, damit ihr da stapeln könnt. Keine Frage. Aber es liegen tatsächlich auch noch einige unverbaut rum. Kleine Holzklammern einfach so da rum. Und wenn das einmal so ein bisschen Halt bekommt, kann das vielleicht ja auch noch durch die nächste Lage etwas stabilisiert werden. 25.000 Euro. Oh, das ist viel Geld. Die Dinger müssen gleich lang sein. Das hat. Und wenn wir mit weniger anfangen, Hartwig, dass wir mit 3 nur anfangen. Guck mal. Du musst ja 3 Meter hoch bauen. Ja, aber dann kannst du jetzt mit der nächsten, hast du dann mehr machen. 1,30. Ja. Na, ob das damit mehr Stabilität bekommt? Ich melde schon mal 2 Zeitjoker. Nein, andersrum. Warte erstmal. Ah, das ist eine gute Idee. Ach, Jörg, her. Ah, guck mal hier. Okay. Tja. Man hat eine Kerbe gefunden. 1 Minute und 5 Sekunden. Ja, guck mal. So, und jetzt kriegen wir eine. Jetzt haben du Sie sagst den Bescheid. Ja, ja. Zeit. Jetzt haben Sie den Eiffelturm gleich. So, und jetzt haben wir. Da noch. Also, es sind jetzt noch 50 Sekunden. Wollen wir den ersten schon mal nehmen? Jo. Gut, erster Zeitjoker. Auf der anderen Seite. Die gleiche Menge. Geht das? Das geht, glaube ich. Das geht, ja, genau. Mehr Auflagefläche. Das wär's natürlich. Yes. Okay. Ja, jetzt können wir. Ja, hier, du packst, ich mach zusammen. Nee, das ist doch schon zusammen. Ich glaube, es wäre gut, wenn man das von beiden Seiten macht. Aber man sieht auf jeden Fall. Es geht in die richtige Richtung, in die richtige Richtung, und dann ist auch die Zeit wahrscheinlich gar nicht mehr das große Problem. Entschuldigung, nur nicht drankommen. Das war jetzt schwierig, aber alles gut. Noch. Das noch. Ihr habt noch 55 Sekunden. Wollen wir auch den nächsten schon mal nehmen? Ja, wir versuchen es. Ja, herzlich gerne. Dann haben wir auch den zweiten Zeitjoker eingesetzt. Und das sind jetzt die letzten 1,45. So, jetzt bitte mit festhalten. Wir müssen es jetzt irgendwie mal anders drauflegen. Das ist ein schön großes Modul. Da sind viele Klammern dran. Das funktioniert doch. Können wir noch eine von den Tupperdosen kriegen? Die Frischhalteboxen sind leider zurück im Kühlschrank. Die hast du doch auch schon bemarkert, dass das nicht richtig war. Konzentriere dich auf diese. Oh! Nein! Toll, los, komm. Zack. System ist doch klar, oder? Das hat doch funktioniert. Drei anfangen.
Eine Minute zehn noch. Nein, mach mit drei. In Ruhe bleiben. Ruhig. Nochmal von vorne. Drei. Ja, nee, nee, das. Los, Fresse, machen. Entschuldigung. Das hat er liebevoll. Ich habe mich entschuldigt. Wie man unter Schulfreunden so kommuniziert auf dem Pausenhof. Das ist vielleicht noch so innerlich auch dieser Neid. Können wir noch Zeit sogar kaufen von unseren 10.000 Euro? Ja. Für 10.000 Euro gebe ich euch vielleicht noch was. Das ist leider nicht mehr. 20 Sekunden noch. Packt jetzt den ganzen Sekunden noch. Und jetzt wirklich Konzentration hier. Ja, so wird's schwierig. Also ihr müsst die Hände irgendwann wegnehmen, das ist klar, ne? Ja, müsst. Okay. Ich sag's nur. Ein bisschen Fatalismus ist im Spiel an dieser Stelle. 3 Sekunden müsste es da nur sein. Ich will ja jetzt nicht spießig sein, aber euch sind auch 2 runtergefallen. Das ist, glaube ich, so eine indirekte Aufgabe. Ist das eine Protesthaltung? Das ist eine Protesthaltung. Ich schieß mal einen Buzzer. Warte, hier so, ist Buzzer. Hier ist einer, und jetzt bin ich total gespannt. Jörg. Jetzt bin ich wirklich total gespannt. Wie andere welche? Ihr habt einfach Jörgs Frisur nachgebaut. Es hat leider nicht geklappt. Das meinst du doch gar nicht. Doch, weil die Zeit abgelaufen ist. Ach so, scheiße. Nimm doch einfach mal kurz die Hände weg. Was machst du, wenn das jetzt stehen bleibt? Dann gratuliere ich euch. Holst du die 2,5 aus deiner Tasche? Ja, das mache ich. Hände weg. Warte. Ah! Pfosten! Fast! Wenn der letzte nicht gefallen wäre, hätte ich es gelten lassen. Alter. Hartwig und Jörg, ihr wart super! Danke. Danke euch. Hat Spaß gemacht mit euch. Schade. Ganz große Stapel Bros aus Niedersachsen. Tschüss. Bis bald. 10.000 Euro sind bei euch im Portemonnaie. Tschüss.